Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Home Sweet Home. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, in der letzten Folge waren wir hier auf der Etage, haben so ein bisschen Strom hinten angeschaltet, ein bisschen vor der Schlender-Zombie-Dame versteckt und ja, dann haben wir den Aufzug aktiviert. Den rufen wir uns und fahren doch mal damit, ne, wo auch immer er mich hinbringt. Wir haben tatsächlich 4 Etagen. Ich habe keine Ahnung, in welcher wir jetzt sind. Ich schätze mal auf 1. Ich fahre erstmal auf 2, sodass ich da nicht durcheinander komme. Ah, er fährt runter. Wir waren scheinbar auf 4. Okay. Und ich habe natürlich keine Ahnung, was mich hier erwartet. So, Funzel an. Also der Ausgang ist es nicht, ne? Und zum Ausgang sollen wir ja auch gar nicht. Wir sollen ja nur unsere Frau finden. Hier ist auch wieder Blut. Hallo? Gott sei Dank zu. Mit der können wir nicht interagieren. Da bin ich ja mal gespannt. Können wir sogar reingucken, okay. Vielleicht müssen wir ja auch wieder den Strom anschalten. Was auch immer das ist. Ah, hier brauchen wir einen Schlüssel, alles klar. Habe ich natürlich noch nicht, oder? Habe ich vielleicht schon Schlüssel gesammelt? Natürlich nicht. So. Dann war die Etage natürlich schon mal die falsche. Typisch. Ne, warum auch? Ne? Wir waren auf 4. Habe ich jetzt irgendwo nicht gelesen. Hätte man bestimmt irgendwo lesen können. Aber lass uns erstmal hier durchwuseln. Was? Kerzen auf dem Klo? Hier hat sich das aber einer gemütlich gemacht, oder? So. Sehr, sehr kuschelig hier. Okay, seltsam. Ach, ich habe Angst, dass man sich erschreckt, ne? Ist besetzt. Ich glaube, da kommen Geräusche raus. Naja, wir gehen wieder weg vom Klo. Da will einer nicht gestört werden, würde ich einfach mal sagen. So, okay. Der rote Faden, die sehen wir da. Auch hier müssen wir einen Schlüssel haben. Hier ist eine Blutspur. Kann ich nicht mit interagieren? Sind hier irgendwo Spinde? Nee, ne? Ach, die geht auch noch auf. Ich dachte, die macht jetzt von der Etage einfach weg. Okay, die ist einfach zugegangen. Hauptsache, hier sind keine Schränke. Dann kann sie schon mal nicht kommen. Oh nein, ein Schrank. Ich höre sie. Da läuft sie. Aber was tut sie? Es geht da rein. Oh nein. Ich ahne es schon. Okay, ich bin an ihr vorbei. Das ist ein Computer. Und ein Schrank. Bedeutet. Es piept doch, hör auf damit. Okay, jetzt müssen wir lesen. Ich glaube, die sieht mich hier nicht. Kanya Yo Universität, Identität Nummer 183476. Herr Varin Gnaggalak, Abteilung Fakultät für Ingenieurswesen. Ist, glaube ich, hinter mir gerade. Grundgehalt 25.000, Bruttoeinkommen 25.000. Die zahlt keine Steuern. Wem interessiert das denn? Zahltag 1.9.96. Danke für die Info. Okay. 1 und dann Zahlen bis 6. Nicht vergessen. Oh, das ist manchmal schwierig. Ist er jetzt hier drin, oder? Das ist sehr schwer zu orten. Jo, da ist er. Hallo. Hier bin ich. Dass sie so schlechte Augen hat. Natürlich kann ich mich hier eh nicht verstecken. Gut, da war jetzt eine 1 und eine 6 am Anfang. Gucken wir nochmal hier. Ja, also ich muss ja den Code eingeben, scheinbar. Können wir den denn
Das war ja völlig falsch erwartet. Dann nochmal nachlesen. Irgendwas mit einer 1 und einer 6. Da. 8347 steht da oben. 8347. Dann wird das bestimmt passen. Identifikationskarte. Anweisung 1, Identifikationskarte. Stecken Sie die Karte in die Maschine. Füllen Sie das Passwort aus. Ziehen Sie die Karte durch. Habe ich doch gerade gemacht. Ach so. Ja, jetzt wird spannend. Was habe ich jetzt gemacht? Die Karte aktiviert oder wie oder was? Also sie ist grün. Das war jetzt ein leichtes Rätsel. Ah, sie steht da. Oh nein, kommt jetzt die ganze Zeit hier rein und raus? Irgendwie müssen wir sie umgehen. Ein Riesenloch hier und die sieht mich nicht. Ach, guckt sich den Spind an. Ja, da ist aber nicht drin. Hallo, kann auch hochgucken, runter. Machen wir ein bisschen Frühsport. Man verliert so ein bisschen die Angst vor ihr, muss ich sagen. Am Anfang hat man sich ein bisschen gegruselt vor ihr und dann irgendwann gar nicht mehr. Ich hab nur die einzige Angst, die ich jetzt habe, ist, dass sie uns wieder erwischt und wir wieder von vorne alles machen müssen. Dafür bin ich auch ziemlich risikobereit. Oh. Hoffe ich sehe den Schrank. Oh nein. Mann. Schneller. Lauf, Timme. Ich bin verletzt. Irgendein Schrank. Da steht einer mitten auf dem Flur. Nee. Ich kann nicht mehr langsam. Schnell. Falscher Schrank. Gesehen hat, blöde Alte. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin soll. Ich bin einfach eine Etage reingefahren. Na toll, wer läuft sich hier drin rum? Ganz klein machen. Okay. Könnte das eine Schülerin sein oder sowas? Weil die hat ja irgendwie so eine Schuluniform an, ne? Oh, ist das anstrengend. Ich muss bestimmt auf einer anderen Etage mit der Karte, wette ich mit euch. Oh. Ich stand da in der Ecke. Man hat auch zu wenig Sicht. Zu eng hier drin. Was macht sie denn jetzt da? Das ist ein bisschen blöd, wenn man nicht weiß. Wir haben wahrscheinlich jetzt das gemacht, was wir hätten erstmal erfahren sollen. Die Karte da irgendwie freischalten. Ich glaube, wir hätten erstmal sehen müssen, wofür die gut ist. Das habe ich ja noch gar nicht. Kommt sie jetzt? Geht sie jetzt? Macht sie jetzt irgendwas? Ich glaube, sie geht gerade rechts an uns vorbei. Da irgendwo. Oh, da dürfen wir so umdrehen. Ich warte noch eine Sekunde. Ich habe keinen Bock, da nochmal zu machen. Das war jetzt nur Sauglück. Sind hinter uns. Ich guck jetzt. So. Hier kann man sich sehr gut vor ihr verstecken, muss ich zugeben. So. Meine Frau hier haut ab. Hör ich gerade. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Ich höre sie da knistern. Ich weiß nicht, ob wir da müssen, oder mit dem Auto vielleicht auf einer anderen Etage. Nee, nee. Aha. Oh, ist die nervig? Ist die nervig, die Alte? Vielleicht dauert das so lange, bis man dann wieder weiter darf. Es gibt noch eine Etage, wir haben jetzt eine übersprungen. Oder müssen wir vielleicht wieder ganz nach oben? Gab es da irgendwo? Da gab es doch den Code, oder? Ich muss irgendwie jetzt an ihr vorbeikommen. Verdammte Axt, ey. Aber jetzt haben wir sie wenigstens mal im Blick, wenn sie rausgeht. Da der andere Schrank war eine Katastrophe.
Trophäe, jetzt guckst du den sich erstmal an. Na wunderbar. Ich glaube, oben war ja so ein Coach-Schloss, tatsächlich. Da, wo die Frau ja durch die Tür geguckt hat noch. Also, wo wir sie gesehen haben. Aber es geht sie genau dahin, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wo wir lang wollen. Nee, das riskiere ich nicht. Hä? Hallo. Wow. Jetzt sind wir nur im Schrank. Oh, bleib doch nicht stehen. Krass, ist sie blind. Jetzt dreh dich um und geh raus. So, danke schön. Eieiei. Der Schranksimulator. Der Schrank im Schrankstehsimulator ist heute angesagt. Was hat die denn da? Das ist dieses kleine Pickmesser, was sie hat. Das soll mich immer umbringen. So, jetzt geht's raus. Okay. Und wir können jetzt mal gucken, wo lang. Oh. Ein unbekanntes Ritual. Jetzt geht sie nach rechts weg. Ich will aber wieder zurück. Steht da einfach nur. Ich drehe es nicht einfach um und perfekt. Jetzt geht die Tür nicht mehr auf, ne? Doch. Komm. Das war wirklich reiner Zufall, dass ich wahrscheinlich jetzt auf die 2 gefahren bin und da diese Karte freischalten konnte. Aber vielleicht habe ich es auch gar nicht geschafft. Man weiß es nicht. Müssen wir es rausfinden. Boah, ist ja langsam der Aufzug. Hallo? Hä? Ne, hier waren wir nicht. Hier waren wir gar nicht. Dann waren wir doch nicht hier. Okay. Es kann ja sein, dass sich das immer verändert. Na, na. Doch auf 3. Hm. Also auf 2 und die 1 ist ja völlig zerkratzt. Da darf man nicht dran. Ja, genau. Das. Hier sind wir reingegangen. Und da war dieser. Genau. Mein Erinnerungsvermögen ist wieder da. Super. Studenten, die das Labor nutzen möchten, aber noch keine Keycard haben, bitte wendet ihr euch an Lehrerzimmer 2. Stock. Es stand sogar da. Und ich habe es rein zufällig selber einfach geschafft. Ich bin so gut. So. Was ist das mit dem Labor? Bitte. Das ist ein Übergang zum Labor. So, man hat jetzt den Eindruck, dass die Tante da oben rumrennt, aber die ist gleich bestimmt wieder hier. 1, 2, 3, 1, 5. Das sind einfach nur Räume. Hier sind die roten Schnüre wieder. Ich muss Jane finden. Ach ja, ist mir schon klar, dass du Jane finden musst. Da geht sie zwar rein, aber ich gucke trotzdem hier. Ich höre sie wieder knacken da. Was soll das nun bedeuten? Der tut mir ja gar nichts. Der guckt nur doof. Oh. Räucherstäbchen. Ein Räucherstäbchen, dankeschön. Was ist mit ihm wohl passiert? Also er guckt schon mal in der Richtung, den können wir hier nicht weglenken. So. Wir haben schon mehr so einen verschissenen Schrank. Das finde ich nicht gut. Ah. Beschreibung zum Geisterbeschwören. Will ich doch gar nicht. Räucherstäbchen sind das Hauptinstrument bei allen religiösen Ritualen. Unterschiedliche Anzahl des Räucherstäbchens oder unterschiedliche Bedeutung und ich, da läuft irgendwas und Ziele. Allerdings zündet man nur einen Räucherstäbchen.
Ach, der kommt da. Ich hab's da angezündet. Ich hab ihn damit dann abgelenkt. Kann das sein? Kann ich denn die Tür? Das wäre aber albern. Ich bin einfach mutig gerade. Ach. Ich hab sie schon wieder gesehen. Ach, wir müssen die einfach nur ablenken. Irgendwie. War sie nicht gerade da? Er wacht dahin. Also wir müssen an ihm wieder vorbei, aber wir können doch so rum. Na gut, aber er sieht's doch. Da darf ich nicht dran an die Tür. Okay, dann müssen wir experimentieren. Wir sind sehr wachsam. Was bist du? Ah, hier müssen wir wieder ein Räucherstäbchen reinstecken. Wow, siehst du, die sehen dann noch schlechter als sie. Wir müssen das erstmal finden. Okay. Jetzt hier schon, ich ist aber hierher gerannt mit ihrem Cuttermesser. Wo war sie denn? Die kam jetzt hier aus dem Nichts, oder? Oder der Typ hat mich gesehen. Ja, was macht sie jetzt? Was läuft sie hier drauf drum oder was? Sie darf natürlich an dem vorbeigehen. Jetzt haut sie ab. Oh. Sie geht an dem vorbei. Okay, da war wieder so ein Räucherstäbchen-Ding. Das müssen wir nutzen. Auf welchen Tisch? Auf. Okay, ich glaube nicht, dass sie mich sieht, ne? Ich bin ja auch gerade hier reingegangen. Sie ist ja ganz woanders. Ja, ist da jetzt fleißig am Schnüffeln? Hm, mir war nur ein Räucherstab. Ich weiß nicht, wir haben ja kein Inventar, ob wir jetzt noch mehr haben. Wir dürfen uns frei bewegen, tatsächlich. So, da schnüffelt er rum. Ja, was bringt mir das? Nichts. Okay, das ist ein bisschen verrückt, ne? Er steht voll auf Räucherstäbchen, eindeutig. Komplett weg. Komplett abgelenkt. So, Knistertante knistert wieder hier fleißig rum. Da läuft sie. Gerade raus. So, ich bleib mal lieber ein bisschen gebückt. Aber man sieht ja nicht, was auf dem Tisch liegt. Das ist das Problem. Habe ich ihn ganz sicher keine mehr. Oh. Liegt hier irgendwo was? Cuttermesser vor. Aber hier ist ja nirgends so. Wie soll ich denn jetzt einen Räucherstab da rein? Schrei schon. Ich bin hier immer gruseliger, wenn du schreist. Wer hat denn mich denn jetzt gesehen, ey? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Jetzt noch. Soll ich vielleicht das andere Räucherstäbchen da wieder wegnehmen? Das wäre aber Blödsinn. Der eine schnüffelt da doch so fleißig dran. Ach, sie langsam. Warte mal, ich versuch's mal. Sonst muss ich immer so lange warten. Also mein Ziel wird sein, an diesem Typen vorbeizukommen. Also an dem da hinten, der da so linst. Da ist alles versperrt. Also bis dahin kann ich ja nicht laufen. Jetzt guckt er in meine Richtung. Hallo, ich bin hier. Petze. So. Hier ist natürlich alles dicht. Springen ist nicht drin, klettern kann sie auch nicht, oder eher. Also ich bin ja der Tim, stimmt ja.
Und hier liegt auch nichts mehr. Jetzt bin ich aber echt am Ende. Das ist diese Tür, Mann. Aber hier ist definitiv nichts. Nicht, dass ich was übersehe, man lieber nah rangehen. Zurück ist nicht drin. Okay, irgendwie müssen wir das hinbekommen. Der wird wahrscheinlich einer petzen, wenn ich ihn zu nahe komme. Und da haben wir noch genug Zeit. Vielleicht darf ich ja. Das ist so albern. Ich darf aber nicht mehr dran. Liegt da noch was vielleicht? Das Ding hier? Nein, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer, Leute. Der ist ja wirklich weg vom Fenster. Der schnüffelt. Den kann ich da im Augen gucken. Der sieht mich nicht. Tante läuft wieder da rum. Da ist es auf jeden Fall zu, ne? Da können wir jetzt... Ich sag mal, wenn wir uns da jetzt vorbeischummeln wollen, wir können es dann noch kleiner machen sogar. Durch die Tür da noch kommen, wo ich gerade hingucke. Will einer? Nein. Die ist auch nichts drauf. Wisst ihr, was ich meine? Die hier, aber die ist ja versperrt. Also wir müssen den weglocken. Definitiv. Okay. Hallo. Das hat sie mich doch gesehen. Wieder angeflitzt. Hallo. Nö, keiner hier. Komisch. Zum 5. Mal jetzt gesehen. Also hier stellt uns das Spiel auf eine harte Probe. Von der Logik her. Vorhin schon mal gesehen. Wenn du jetzt nochmal anfängst, habe ich ein Problem. Wie gesagt, jetzt weiß ich aber wirklich nicht mehr. Also Räucherstäbchen, schön gut, aber ich habe ja keine. Ja, ich muss. Das ist wirklich ein spannendes Ziel. Ich habe ja auch kein Inventar. Schnüffelkopf, wo sind hier noch mehr? Du riechst sie doch. Komm, sag's mir. Schön ist, dass man sich hier so frei bewegen darf. So ein Stift, Streichhölzer, glaube ich. Das bringt doch nichts, wenn ich hier 5-mal gucken gehe. Komm, ich mach mal jetzt hier. Ramazamba. Habe ich gerade gelesen. Der ist weg, komplett weg. Okay. Dann habe ich ja hier Zeit. Das Räucherstäbchen ist natürlich jetzt in Gebrauch. Ne? Das pflückt er nicht mehr weg. Was war das für ein Licht? Kerzen auf dem Tisch. Da können wir nur reingehen. Keine Funktion soweit. Unterm Tisch liegt auch nichts. Alles klar. Dann weiß ich wirklich nicht mehr, was wir machen sollen. Scheiße. Denn der sieht mich da hinten sofort. Vielleicht können wir die ja irgendwie austricksen. Tun tut er mir ja nichts. Sie braucht ja mal eine Zeit, bis sie da ist. Haben wir denn da irgendwo einen Spind in der Ecke vielleicht? Ja, da. Also ich da mal ganz wild hinflitz. So, der sieht mich hier noch nicht. Ne, jetzt guckt er, sieht er das rote Licht? Ja, ne? Jetzt ist es weg. Jetzt guckt er zum Schrank. Also es gibt ja doch noch die Möglichkeit, irgendwie an ihn gedeckt vorbeizukommen. Ah, ich verstehe. Wir hier raus, sobald er hier wieder wegguckt. Das guckt er nämlich genau hier hin. Also wir können auch ein bisschen nicht. Jetzt guckt er nach da. So. Einfacher als ich dachte. Da haben wir so schwer gedacht dran. Oh nein. Oh nein. Ich kann mich nicht verstecken. Ich werde sterben.
Was macht ihr überhaupt da? Da ist sie doch gerade gar nicht. Cool, man kann sich wirklich gut vor dir verstecken. Ist das hier den Gang? Also hier ist ein Schloss vor gewesen. Ja, dücke, 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 ist klar. So, komm, geh um die Ecke da, ey, Mann. Die ist so lahm. Aber wenn sie schneller wäre, wäre sie auch kacke. Ah. Das nächste Räucherstäbele. Schon, wo ich den packen muss. Was macht sie? Ist gerade nicht nach hier gelaufen? Nein. Geht's jetzt hier rein? Ja, tatsächlich. Bleib da, bleib da, bleib da. Das guckt eigentlich noch richtig. Wo der da hin? Reingepiekt. Da kommt sie. Mann, sie ist schnell. Hast mich nicht gesehen. Hast mich nicht gesehen. Blöde, komische Dracula-Frau. Uiuiuiui. Er geht da schnüffeln. Wie gesagt, der ist weg vom Fenster. Der machen wir jetzt keine Sorgen mehr. Gut, wir dürfen wieder raus. Natürlich versteckt. Jetzt muss er warten, bis sie weg ist. Oh Mann, ey. Ich hab mich so ein bisschen verliebt in ihr. Die ist so eine hübsche Dame. Oh, er ist hin und weg von der Räucherstäbe. Und wir dürfen jetzt durch diese Tür. Wenn sie dann da ihre Kurven dreht. Aber wohin denn? Ist die Frage. So, also der andere war ja auch komplett beinlos und hin und weg, ne? Dann tust du mir wirklich nichts mehr, Typ. Oh. Es geht hier genau dahin, wo ich hin wollte, also. Unfassbar. Es ist kurz immer stehen bleiben, ne? Das, damit man dann bloß nicht mit rechnet. So, da ist ein Schrank. So, ich hoffe, dir geht es da wirklich um eine Kurve. Die ist weg. Ey, wie hat die das denn jetzt gesehen um die Ecke? Sie brüllt nicht. Kein gutes Zeichen. Wo ist er denn? Okay. Ich will mich da hinten hin. Da ist bestimmt der Schlüssel für das Schloss. Scheiß Puzzle-Einheiten hier. Aber wie hat die mich denn gesehen? Wir bräuchten so eine Art, wie bei Alien, so ein Radar. Oh, ein bisschen früh rausgegangen. Gesehen. Puh. Warum dreht die sich denn einmal um? Was soll denn das? Sie geht raus und wieder zurück. Wie so eine Fliege, die nicht weiß, wo sie hinfliegen soll. Mann! Mit der Passage, die wieder riesig und mega anstrengend ist hier. Jetzt hau ab. Muss ich da überhaupt lang? Bestimmt, ne? Ich kann ja auf der anderen Seite mal versuchen. So, jetzt müssen sie ja weg sein. Ich habe mich ein bisschen besser im Blick, glaube ich. Also wenn sie jetzt hier lang kommen, dann kann ich wenigstens da hinten lang. Aber da bin ich auch eher eingesperrt, ne? So, jetzt ist es gefährlich. Puh. Ich dachte, dass sie mich jetzt nicht sieht. Geht's jetzt hier durch? Ja. Wer, wie jetzt gehst du hier lang, ne? Hast du dich? Hoffentlich habe ich mich in dir verliebt. Macht sie jetzt? Ah, sie geht nur kurz hier rein. Hallo. Scheiße. Hm. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Jetzt geht sie wahrscheinlich wieder da
rein, ne? Ach, sie geht den Gang auch lang. Ach, da ist natürlich eine offene. Was, die hört mich rennen? Ist nicht gut. Jetzt habe ich sie gesehen, die Tür, wo ich lang muss. Ja, aber wie kriegst du da hingelockt? Dass sie jetzt hier ist. Die kriegst du nicht los, ne? Wenn ich jetzt rausgehe, wenn sie mit dem Rücken nach da steht, dann könnte ich Glück haben, oder? Aber sie wird kommen. Das hat sie gesehen! Scheiße, Mann, ich hasse sie. Das ist so kacke Pisse, dieses Spiel an der Stelle, ne? Wie soll man denn da jetzt vorbeikommen? Oh Mann, ey. Oh, das ist nervig, ey. Wo müssen wir jetzt wohl wieder starten? Oh, ist das ätzend. Wie soll ich denn an der vorbeikommen? Wie? Bei der einen Tür dreht sie sich sofort wieder um in deine Richtung und da dreht sie sich wieder da in der Richtung. Also ist, als ob sie das wüsste, logischerweise. Ich werde es jetzt schaffen. So lange kann das Spiel nicht mehr gehen. Das hat ja nur 4-5 Stunden Spielzeit, glaube ich. Bis hierhin sind wir aber gut aus dem Weg gegangen. Also das hat ja geklappt, aber trotzdem. Das letzte Stück da, ne? Was? Na gut, das war ja nicht so schwer. Ich muss Jane finden. Ja, Kuh. Anzünden. Der ist weg. Ach ja. Achso, der geht jetzt auf. Das interessiert ihn nicht mehr, der ist stoned. Oh, ich renn. Dann lenken wir den ab. Das geht ja echt schnell. Man weiß, wie es geht. Jetzt müssen wir da durch die Tür. Ich sehe sie jetzt. Jetzt weiß ich es ja. Aber der Lümmel, ja, der guckt jetzt voll in der Richtung. Jetzt guckt er in der. Rotes Licht, hau ab. Das kann ich gehen. Ich geh mal langsam. Ich weiß nicht, wo sie ist. So. Dann räuchern wir den jetzt voll. Hier sind wir noch safe. Frisch guckt er in der Richtung. Da müssen wir durch die Tür. Ganz simpel. Wow. Ich glaube, man muss vor dem Schrei einfach im Schrank sein. Die Sache geritzt. Katafrau, komm. Lass ihn jucken. Problem ist wirklich der komische Weg, den die da geht, ne? Weil die da gleich in den Raum... Die geht ja nicht mehr in den Raum rein. Also hat sie gerade nicht gemacht. Warte mal, die geht ja gleich so nur im Winkel. So. Wo sieht die mich? Wie könnten wir die so verarschen, dass sie uns nicht sieht? Naja, sie geht jetzt gleich nach rechts und sofort wieder zurück. Das ist ja so, wa? Zittern. Jetzt geht sie sofort wieder nach links. Hampelkopf, ja, lässt mich jetzt in Ruhe. Und schnüffelt. Da, jetzt geht sie nach der Seite. So, jetzt gucken wir, wo die hingeht. So. Na,
Jetzt hat er gefurzt. Nein, Gott. Der kommt jetzt sofort wieder. Das ist das Problem. Der geht nicht in den Raum rein, wo sie gerade auch war. Dann könnten wir nämlich ganz gemütlich an ihm vorbeilaufen. Jetzt geht's vielleicht den richtigen. Komm, Hintern weg. Jetzt kann ich vielleicht durch. Und jetzt einmal hin und zurück nur. Jetzt geht's im Raum. Wir können ja aufstehen. So, hier geht's nie lang. Hier müssen wir unsere Ruhe haben. So. Toll. Keine Tür mit Funktion. Shit, haben wir erschrocken. Big, big. Boah, ist ein langer Gang. So, puh. Nahrhaftes Essen. Ist das nicht schon wieder Klos? Wie? Gar nichts? Wie viel ist umsonst hier reingegangen? Himmel, Herrgott. Das ist auch noch was. Dasselbe im Weiß. Nee. Ich habe irgendwie das Gefühl, die laufen jetzt hinterher hier. So. Letzte Sachen. Dann machen wir ein Päuschen. Schön, muss man einen Post machen. Müssen wir gleich wieder irgendwie an der vorbeikommen. Das ist das Schlimme daran. Wenn ich stelle, muss ich wahrscheinlich alles von vorne machen. Hallo? Aber ich will das nicht nochmal machen. Mann, ist ja überall nichts. Für die Schiebetür. Oh, nicht an irgendeinen Schießsach müssen. Okay, dürfte ich nicht an der Tür? Nee, ne? Vielleicht haben wir mit dem Schloss ja nichts am Hut. Kann ja auch sein. Oh, werden wir schon haben. Verdammt. Mist, ja, so eine doofe. Ich kann nichts machen. Läuft Blut aus den Schränken und das Wände. Kann ich in irgendeinen Schrank rein? Nee, ne? Ich hab jetzt so einen Fluchtinstinkt. Am 3. Oktober hat die Polizei die Leiche von Frau Petra Sireluka Belle im Dauerhaft geschlossen. Die Leiche? Achso, die Akte wahrscheinlich. Mehrzweckraum der Fakultät in Ingenieurswesen, Universität gefunden. Deswegen wurde die Leiche vorher nicht gefunden, bis dass der schreckliche Leichengeruch wahrzunehmen war. Die blutigen Leichen trägt noch Uniform, SO. Es wird noch nicht berichtet, dass es Mord oder Suizid war. Allerdings gibt es viele Nägel neben der Leiche und die Leiche wurde heute bereits zur Untersuchung der Todesursache weitergeleitet. Aha. Sie trug noch Uniform. Hier wurde ihre Leiche gefunden, oder wie war das? Das ist ja auch ein bescheuerter Text, oder? Aha. Ich glaube, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Bis dann.